Der Eggnog zählt zu den ältesten Longdrinks der Geschichte und hat sich in einigen Ländern als der Winterdrink schlechthin bewährt. Es gibt ihn als warme und kalte Varianten, wobei das Getränk ursprünglich nur im Winter heiß getrunken wird. Es gibt ihn mit und ohne Alkohol. Wenn auch du wissen möchtest, wie man diesen köstlich cremigen Drink zubereitet, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen bei Shake & Joy, deinem Cocktailkanal. Ich bin der Reinhold und präsentiere dir den Eggnog. Über die Herkunft des Namens für dieses berühmte Getränk gibt es unterschiedliche Meinungen. Bereits im 13. Jahrhundert waren mittelalterliche Mönche in Großbritannien dafür bekannt, einen warmen Bierpunsch mit Eiern und Feigen zu trinken. Im Laufe der Jahre verschmolz dies wahrscheinlich mit den verschiedenen Milch- und Weinpunschen, die oft bei gesellschaftlichen Veranstaltungen serviert wurden. Als das Gebräu in die neue Welt gebracht wurde, fügten die Kolonisten Rum hinzu. Der Rum, den amerikanische Kolonisten aus der Karibik bekommen konnten, war deutlich billiger als die anderen aus England versandten Spirituosen. So wurde die Rum-Version neben der gut verfügbaren Milch und den Eiern in den Kolonien schnell zu einem beliebten Getränk für Menschen aller Klassen. In Kolonialzeiten wurde Rum allgemein Grog genannt, sodass der Name Eggnog wahrscheinlich von dem sehr beschreibenden Begriff für dieses Getränk Egg and Grog abgeleitet ist, der zu Eggnog und bald somit zu Eggnog wurde. Eine andere Version besagt, dass Eggnog von einem altenglischen Wort für Starkbier abgeleitet ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass es sich von Noggin ableitet. Ein Noggin war ein kleiner, hölzerner, geschnitzter Becher, deren erste bekannte Verwendung 1588 war. Er wurde verwendet, um Getränke am Tisch in Tavernen zu servieren. Doch die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Die Grundzutaten für einen Eggnog sind Milch oder mit Obers- bzw. Sahne vermischte Milch. Zucker. Hier kannst du Staubzucker, Kristallzucker, braunen Zucker, Terramara-Zucker, aber auch Zuckersirup verwenden. Wie das geht, siehst du hier in diesem Video. Dazu kommt noch Eigelb und 4 cl einer Spirituose deiner Wahl. Falls du keine Spirituose verwenden möchtest, kannst du auch so wie ich heute einfach Sirup deiner Wahl verwenden. Ich nehme heute Mandelsirup und dafür den Zucker weglassen. Statt nur dem Eigelb, wie sonst üblich, verwende ich gern das ganze Ei. Alle Eggnogs können kalt oder warm zubereitet werden. Da es draußen ziemlich kalt ist, werde ich heute den Eggnog warm zubereiten. Bei den warmen Eggnogs gibt es 2 Möglichkeiten der Zubereitung. Erstens, entweder werden die Zutaten im Shaker auf Eis geshakt und anschließend mit heißer Milch aufgefüllt. Oder Nummer 2, die Zutaten werden in einer Schüssel in einem Wasserbad so lange mit dem Schneebesen gerührt, bis sie vermischt sind und anschließend mit heißer Milch aufgefüllt. Ich bevorzuge die Methode mit dem Shaker. Das erste, was wir machen, ist das Mazagranglas mit heißem Wasser vorwärmen. Heißes Wasser habe ich schon mal vorbereitet. Wenn auch du so ein hitzebeständiges Glas haben möchtest, findest du unten den Link dazu in der Beschreibung. Stellen wir auf die Seite. Dann nehmen wir uns den Shaker zur Hand, beziehungsweise das Glasteil, ein ganzes Ei dazu. Das habe ich mal kalt gestellt. Anschließend gibst du halt 4 cl Sirup deiner Wahl dazu. Ich nehme Mandelsirup, du kannst Pfefferminzsirup nehmen, whatever, was auch immer dir beliebt. Nimm einfach den Sirup deiner Wahl. Und dazu kommen noch 2 cl Milch. Heiße Milch, die habe ich im Übrigen schon mal vorbereitet. Dazu gebe ich Eiswürfel.
schüttelt das Ganze kräftig. In der Zwischenzeit leere ich das heiße Wasser aus dem Mazerkranglas. Somit habe ich ein schön vorgewärmtes Mazerkranglas. Und sei den Trink mit Hilfe, wie immer, des Haussonstrainers in das Glas ab. Jetzt erhitze ich die Zutaten, bevor ich sie mit heißer Milch auffülle. Und befülle das Ganze bzw. toppe das Ganze mit der heißen Milch. Anschließend bzw. zu guter Letzt bestreue ich das Ganze noch mit Zimt. Hab da so eine Muskatnussreibe, eine Gewürzreibe. Und ich nehme auch noch etwas Orangenschale dazu. Das Wichtigste ist bei der Orangenschale, dass sie unbehandelt ist. Und jetzt verkoste ich das Ganze. Riechen tut schon mal fantastisch, dieses Zimt-Orangen-Aroma, passend zu dieser kalten Jahreszeit. Oh ja, schmeckt herrlich. Man schmeckt den Mandel, so eine leichte Marzipannote klarerweise vom Mandel. Die Orange in der Nase beim Ausatmen, beim Einatmen wiederum den Zimt. Und man hat auch etwas von der Milch. Also eine richtig leckere Kombination. Kann ich insofern nur wärmstens empfehlen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden. Und falls du einen Cocktail hast, den ich für dich mixen soll, oder dessen Geschichte dich interessiert, dann schreib's mir in die Kommentare und ich werde deinem Wunsch in den nächsten Videos gerne nachkommen. Danke fürs Zusehen und vor allem viel Spaß beim Nachmachen. In diesem Sinne, shake and enjoy. Bis bald. Ciao.